Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in Papas Pizzeria angekommen und ich habe irgendwie gehört, dass hier so ein bisschen was rumspukt. Irgendwie ist es hier, irgendwie sieht das nicht so wirklich, ja, was soll ich sagen, normal aus. Ich glaube, wir sollten uns mal diese Pizzeria genauer anschauen. Freunde, bevor das Video losgeht, bitte gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und ich würde sagen, let's go Freunde, let's go, gehen wir hier durch. Okay, was kann man denn hier bei Papas Pizzeria bestellen? Okay, Pepperoni, 5 Dollar, Margarita, 3 Dollar, Ananas, vegetarisch. Menschen, was, Leute? Was? Oh mein Gott, ich hoffe, man kann hier keine Menschen essen. Geh mir mal rein. Ich glaube, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Auf geht's. Wende dich jetzt zurück. Nein, wir haben keine Angst. Wir gehen natürlich weiter. Gehen wir mit dem Aufzug nach unten. Mal gucken, was er alles in seinem Keller versteckt hatte. Willkommen zu deinem Untergang. Nee, ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube nicht. Ist es etwa ein Menschenhäcksler? Da sollten wir nicht reinspringen, Freunde. Der tut hier wirklich Menschen verarbeiten. Das ist nicht gut. Wir müssen hier schnell. Wir müssen wirklich schnell der Sache auf den Grund gehen. Und die Polizei anrufen, sobald wir Beweise gefunden haben. Und das sind schon große Beweise. Also, okay, wir dürfen auf gar keinen Fall in seine Fallen, die er gelegt hatte, reinlaufen. Okay, irgendwie sind wir dann doch reingelaufen. Das hat mir getan. Dann hier dazwischen. Wir dürfen ja nicht reinlaufen. Ich springe am besten, damit wir dann nicht auch irgendwie... Oh, okay, das ist irgendwie schwierig. Ich glaube... wie soll man denn da rüberkommen? Hier einfach. Okay, das haben wir es geschafft. Ich kann dich sehen. Oh nein. Nein, Freunde. Er kann uns nicht sehen. Ich glaube das nicht. Hallo? Oh, nein. Nein. Ich will nicht verarbeitet werden. Ah! Oh mein Gott. Wo müssen wir denn überhaupt entlang? Ich laufe einfach mal geradeaus. Stefanie weg. Oh, okay, da kommt er. Immer schön der Pizza hinterher. Die führt uns zum Ziel. Oh mein Gott, er ist so nah dran. Oh, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir müssen schnell kommen. Und rein da. Oh mein Gott. Okay. Fürs Erste sind wir da sicher. Wir sind hier jetzt irgendwie in der Kanalisation angekommen. Egal. Hauptsache, oh nein. Okay, wir leben noch. Wir können hier einfach wieder hochspringen. Alles easy. Oh, das war knapp. Okay, jetzt einfach ganz vorsichtig hier entlang. Und dann hier entlang. Und dann hier gut die Kurven bekommen. Natürlich nicht runterfallen. Okay, ich wollte doch wirklich nur eine Pizza bestellen. Freunde, ich wollte doch wirklich nur eine Pizza bestellen. Nein. Wir müssen weglaufen. Oh mein Gott, sind das weitere Menschen, die gestorben sind? Wir würden nicht das Spinnennetz. Okay, sonst enden wir wie die hier. Oder wie der hier da oben. Okay, dann springen wir drüber. Nichts reinfallen. Warte mal, haben wir gerade das Spinnennetz da oben berührt und ist nichts passiert? Das ist ja mal cool. Was ist gerade geschehen? Wo sollen wir denn entlang gehen? Freunde, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich glaube, weil wir das Netz berührt hatten. Ja, genau, weil wir das... Oh mein Gott! Ich glaube, das war, weil wir das Netz berührt hatten. Okay, was ist hier? Wir dürfen ja nicht die Platten berühren. Sonst geht das hier alles zu. Das wäre nicht so gut. Das war knapp. Was ist, wenn wir die Platte berühren? Ich gehe mal auf eine Platte. Oh mein Gott, wir sind gestorben. So vorsichtig sein. Jetzt mal hier rüberspringen. Dann hier. Da dürfen wir nicht sterben. Okay, wir haben es geschafft. Dann müssen wir jetzt... Oh mein Gott, ist das ein großer Raum. Ich will nicht wissen, was da unten ist. Klettern wir hier diese Rohrleiter hoch. Ganz vorsichtig. Ein Schritt nach dem anderen. Alter, Freunde, das ist doch so heftig. Okay, wir sind oben angekommen. Jetzt nur noch hier hochspringen. Okay, was steht denn da? Nach oben. Wo sind wir denn hier gelandet? Ist das hier so eine Art Heizraum? Sind das hier etwa Maschinen, die seine menschenverarbeiteten Sachen steuern? Das sollten wir unbedingt verhindern. Wir dürfen da unbedingt nicht drauf reinfallen. Geht zur Entlüftung. Wo ist die Entlüftung, Freunde? Wo ist denn hier? Okay, ich glaube, der ist hier irgendwo. Okay, der ist da. Er kann über Tische springen. Nein. Nicht erwischt lassen. Wo ist die Entlüftung? Ich glaube, es ist... Oh nein. Okay, diesmal müssen wir es schaffen. Schnell. Einfach hoch. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das war so intens. Wir lassen uns nicht mehr von ihm erwischen. Das darf nicht sein. Jetzt muss ich hier. Du wirst nicht entkommen. Natürlich werde ich entkommen. Denn wir sind... Oh mein Gott. Ja, wir sind in den Tod gestürzt. Jetzt müssen wir hier über diese Rohre springen. Diese Sprünge sind nicht so ganz easy. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Was sind das für Lichtstrahlen? Wenn ich diesen Knopf hier drücke,
Nee, das ist einfach ein Licht. Okay, das ist einfach, das sind wirklich nur Lichtstrahlen. Da können wir durchhoppen. Okay, das war easy. Jetzt gehe ich in den Lüftungsschacht. Wende dich jetzt zurück. Aber wie soll ich da wieder hochkommen? Das geht doch gar nicht. Oh, okay, wir müssen hier durch. Wir müssen hier raus. Schnell. Wo ist das Brecheisen? Okay, da war das Brecheisen. Das war in diesem Skelett da vorne. Okay. Hier haben wir das Brecheisen. Ich glaube, du brauchst es nicht mehr, Kumpel. Dann nehme ich hier durch. Okay, rein da. Und raus hier. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr ansehen. Schnell. Oh, wir haben es geschafft. Okay, vergessen wir das mal. Das war ein bisschen crazy, Leute. Jetzt fahren wir diesen Fahrstuhl. Das war echt eine krasse Verfolgungsjagd, Freunde. Oh mein Gott. Okay. Hier müssen wir echt aufpassen. Ich sehe auch schon, das sind auch so ein paar Eingravierungen. Da wurde schon öfters reingestochen. Okay, da müssen wir uns beeilen. Auf geht's. Oh, nein. Warten, was weggeht. Okay, jetzt. Ach, kurz Pause. Jetzt geht es wieder runter. Und jetzt. Oh, okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Nein, das ist wieder so eine Verarbeitungsmaschine. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das werde ich alles der Polizei erzählen. Papas Pizzeria, wenn ich dich in die Finger bekomme, dann werde ich dich... Oh mein Gott. Oh, hier wird es wieder langsam. Wir müssen den menschlichen Teilen ausweichen. Wir müssen den Teilen ausweichen. Oh mein Gott, nein, die schaltet uns da unten. Ich glaube, so ein bisschen eher am Rand zu sein und zu springen und am besten sich nicht von den Teilen erwischen zu lassen. Okay, ich habe schon lassen. Und hier rüber. Und wieder hier rüber. Oh mein Gott, das ist tricky. Wir haben es zur Küche geschafft. Was? Was ist das denn? Springe auf. Der Untergang auf diesem Weg. Kann ich nicht einfach runterspringen, Freunde? Ist es nicht besser, runterzuspringen? Ich will nicht in dieses Käfig. Spring einfach runter. Okay, nein, ich werde eingesperrt. Ich will nicht in die Lava. Bitte dich. Nein, ich muss hier raus. Oh mein Gott, ich dachte, dass wir schon in die Lava gefahren wären. Nein, nicht in die Lava. Aua, das hat wehgetan. Wir dürfen nicht in die Lava fahren, Leute. Wir dürfen auf gar keinen Fall in die Lava fahren. Wir müssen hier versuchen, uns von Rand zu bewegen und auf gar keinen Fall in das gefährliche Zeug reinzufallen. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, das ist hier so ein Lava-Wasserfall. Das habe ich noch nie gesehen. Aber Freunde, wo geht es denn jetzt entlang? Auf diese Weise? Was? Er will uns doch hier komplett veräppeln, Freunde. Nein. Das wollte ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ist vom Gelände ganz vorsichtig hier nach oben. Und dann hier auf die Plattform. Oh, okay. Freunde, sind gleich da. Ausstieg? Aber ist das wirklich der Ausstieg, Freunde? Wird das wirklich der Ausstieg sein? Das werden wir jetzt gleich erfahren, nachdem wir diese Leiter erklommen haben. Warte mal, wir sind wirklich hier draußen. Nach Hause laufen. Oh, schnell. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht irgendwie ein Auto oder sowas. Oh mein Gott. Nach Hause laufen. Okay, wir müssen durch den Wald. Nein, Freunde. Es kann nicht wahr sein. Wo ist er, Freunde? Da ist er! Oh mein Gott. Oh. Nein, er darf uns nicht erwischen. Nein, wie wurden wir erwischt? Alter. Okay, Freunde, vielleicht springt das irgendetwas, wenn wir so Schlangenlinien laufen. Vielleicht ist es so ein bisschen besser. Ich muss einfach nur gucken, aus welcher Richtung der kommt. Tatsächlich von der ganz anderen Seite. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, um rüber zu laufen. Auf gar keinen Fall erwischen lassen. Diesmal müssen wir ihn hier ein bisschen auffangen. Beinahe zu Hause. Okay, rüber. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh mein Gott. Wir sind hier bei einem Spielplatz angekommen. Ui! Oh, was? Warum ist das so schnell? Puh, oh, das ist so schnell. Okay, gehen wir auf die Wippe. Aber gut, wir haben ja natürlich jetzt niemanden, der auf unserer anderen Seite wippt. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, checkt meinen anderen Stuff aus. Und ich würde sagen, das war's von mir. Euer Tommy Wobbly. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Tschüss!